Mein Name ist Ramona Simon, ich arbeite beim Dechima e.V. und bin dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Projektleiterin angestellt. Dechima ist hauptsächlich im Bereich der Marktanalyse unterwegs und auch bei der Analyse der Sohlen. Zu Beginn des C4Value-Projekts stand natürlich die Frage offen, was ist denn eigentlich in den Sohlen drinne? Dafür haben sie weltweit Proben eingesammelt. Also es geht von Brasilien, Australien, Saudi-Arabien über Europa, besonders ins Mittelmeer. Dort wurden Proben gesammelt, analysiert und die Ergebnisse sind jetzt auf unserer C4Value-Homepage zu finden. Das war ganz wichtig zu Beginn des Projektes, das zu machen, sodass wir jetzt sagen können, okay, wir haben diese 10 Fokuselemente. Wir fokussieren auf 7 verschiedene Minerale und Metalle und unsere Partner von Omia, die konzentrieren sich auf die anderen 3. Das ist Bor, wir haben das Scandium, das wird vor allen Dingen im Brennstoffzellenbereich eingesetzt. Wir haben das Gallium, wir haben das Rubidium, das Vanadium, das Molybden, also sehr viele. Und die werden in sehr unterschiedlichen Bereichen benötigt. Zum Beispiel das Vanadium wird im Bereich Stahlherstellung benötigt für Spezialstähle. Das Molybden im ähnlichen Bereich. Wobei Molybden, das kann man auch im Bereich der Agrarwissenschaften wiederfinden als Dünger. Dann haben wir noch ganz, ganz viele Minerale und Metalle, die auch in Handys eingesetzt werden, also in Smartphones. So ein Smartphone besteht aus fast 50 verschiedenen Elementen. Kein Display funktioniert ohne Indium, Gallium. Und ja, auch der Akku funktioniert nicht ohne die C4Value-Mineralien. Seit einem Jahr sind wir an der Marktanalyse dran und haben jetzt sozusagen die erste vorläufige Studie gemacht. Und jetzt sind wir dabei, weiter in die Details zu gehen und zu schauen, was es dort gibt. Und das machen wir jetzt die nächsten 2 Jahre.